Welche Geschwindigkeit muss eine Rakete haben, die die Erde in einer Höhe von 2000 Kilometer über der Erdoberfläche umkreist? Hier also die Situation: Die Rakete umkreist die Erde auf einer Höhe klein h von 2000 Kilometer, das heißt von 2 mal 10 hoch 6 Meter. Wir wissen, dass der Erdradius 6375 Kilometer beträgt, also 6,375 mal 10 hoch 6 Meter. Wir wissen auch, dass die Masse der Erde 5,98 mal 10 hoch 24 Kilogramm beträgt. Wir suchen die lineare Geschwindigkeit v von dieser Rakete, die wir in Meter pro Sekunde ausdrücken. Wir starten mit der Idee, dass die Zentripetalkraft, die die Rakete auf ihrer kreisförmigen Laufbahn hält, gleich sein muss zur Gravitationskraft, das heißt zur Erdanziehungskraft. Für die Zentripetalkraft setzen wir diese Formel ein und für die Gravitationskraft setzen wir diese Formel von Newton ein. Somit erhalten wir diese Gleichung. Die können wir sofort beidseitig durch die Masse der Rakete kürzen, aber wir können sie auch sofort beidseitig mit klein r multiplizieren. So ergibt diese vereinfachte Gleichung diese. Und hier können wir groß g, die Gravitationskonstante, ersetzen durch 6,67 mal 10 hoch minus 11. Wir können die Masse der Erde ersetzen durch 5,98 mal 10 hoch 24. Wir können den Erdradius ersetzen durch 6,375 mal 10 hoch 6 und die Höhe h können wir ersetzen durch 2 mal 10 hoch 6. Und somit finden wir als Lineargeschwindigkeit v der Rakete ungefähr 6901,14 Meter pro Sekunde. Und umgerechnet macht das ungefähr 24.840 Kilometer pro Stunde.